Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Grand Age Medieval. Das 11. Jahrhundert. Ganz Europa ist in Bewegung. Mutige Fürsten erlangen neue Unabhängigkeit von Kirchen und Königen. Um Klöster und Bischofssitze entstehen immer mächtigere Städte. Das Erblühen von Handwerk und Handel bringt größere Märkte und neue Erfindungen hervor. Mehr und mehr Menschen lernen lesen und schreiben. Und die Klosterschulen legen den Grundstein für eine lange Tradition der Wissenschaften. Doch es ist auch eine Zeit der Eroberungen. Über die iberische Halbinsel drängen die Mauren bis an die Pyrenäen. Im Herzen des Kontinents trennt der Rhein die zerstrittenen Nachfahren Karls des Großen und in den östlichen Ebenen entstehen aus den alten Reitervölkern die neuen Reiche der Polen, Ungarn und der Kiewer Rus. Die Gebiete der Wikinger haben sich bis an die Wolga ausgedehnt. Ihre Nachfahren, die Normannen, haben Ländereien in Frankreich, Britannien und auf der italienischen Halbinsel erobert und zwingen Rom ihre Bedingungen auf. Im Osten thront Konstantinopel, stolze Erbin der Griechen und Römer, Zentrum der orthodoxen Kirche, ewige Brücke zwischen Abendland und Orient. Schon seit Generationen trotzen die Byzantiner von hier aus bulgarischen Rebellen im Westen und den Seldschuken im Osten. Auch die Normannen haben sie zurückschlagen können. Jedenfalls bisher. Die Landbevölkerung sehnt sich nach der Sicherheit, die Städte bieten können. Doch diese müssen sich auch vor der Gier fremder Herrscher und plündernder Söldnerhorden schützen. Es genügt nicht nur für Schutz und Arbeit zu sorgen. Ein Fürst kann seine wirtschaftliche und militärische Stellung nur festigen, wenn er weitere Städte gründet und neue Handelsstraßen errichtet und auf diese Weise sein Herrschaftsgebiet vergrößert. Okay. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, beginnt in Byzanz. Zu dieser Zeit umfasst das Reich alle Ländereien zwischen dem Balkan und den Quellen des Euphrats. Aufstrebende Fürstentümer, zumeist ehrgeizig und skrupellos. Im Senat der Hauptstadt Konstantinopel liefern sich ihre Vertreter einen ständigen Machtkampf mit dem Kaiser. Durch Intrige und Bürgerkrieg wechselte der Kaiserthron jahrhundertelang von einer Hand in die nächste. Erst unter Konstantin X. hat das Reich ein wenig Ruhe gefunden. Auch dank seiner schönen Gemahlin Eudokia, deren Klugheit weithin gepriesen wurde. Der Held unserer Geschichte ist fernab des kaiserlichen Hofes in Sofia aufgewachsen. Doch sein Aufstieg wird beispiellos sein. Noch ist er ebenso jung wie unerfahren, und bis es mir vergönnt sein wird, ihn meinen Freund zu nennen, muss noch viel Zeit vergehen. Sein Name lautet Leon Vassellios. Sein Vater hat sich auf den Schlachtfeldern des Ostens einen Namen als Feldherr gemacht, und voll Eifer strebt Leon ihm nach. Gerade wurde der alte Krieger in die kaiserliche Leibgarde berufen. Vor der Abreise überträgt er seinem Sohn die Herrschaft über Sofia. Leon soll seine Heimatstadt weiter führen und gedeihen lassen. Zu diesem Zweck überreicht der Vater ein Buch mit den Lehren eines anderen weisen Anführers. Hier begegne ich dem jungen Mann zum ersten Mal, denn es ist mein Buch. Schön, schön. Gut, dann geht's dann los. Höre nun die Lehren des weisen Raheb. Deine Stadt ist jener Grund, auf dem dir Ruhm gedeiht. Und glücklich ist, wer einen Schatz in diesem Grunde findet. Erhältst du eine Stadt, sorge schnell für Arbeitsstätten. Zeig den Untertanen, dass ihre Stadt erblühen und nicht für einen Krieg herhalten soll.
Gut, das wird wohl unser Berater sein und ja, dann schauen wir mal, dass wir das Städtchen hier zum Blühen bringen. Wir, der den rasanten Aufstieg dann irgendwann schaffen werden, bin ich gespannt, ob dem auch wirklich so ist. So, jetzt müssen wir das Bergwerk hier aufnehmen. Kurz müssen wir Erzader entdeckt, um sie zu erschließen, fügt die Ware Metalle als Produktion in der Stadt hinzu und gibt einen Betrieb für diese Ware in Auftrag. Ja, 5 Waren können wir festlegen. Und das müssen wir dann machen. So, dann hier auf das Zahnrad, blinkt ja schön, kann man ja gar nichts falsch machen und hier sind die Metalle. Gut. Dann auf Bergwerk. Und tja. Nur bauen, oder? Schließt den Dialog, um fortzufahren. Vor neuen Arbeitsstätten. Dein Befehl wird erst Erfolge zeigen, wenn dein Markt die rechten Waren feil zu bieten hat. Gut. Ist eine neue Arbeitsstadt errichtet, finden sich dort ganz von selbst all jene Untertanen ein, die bisher duldsam neuer Arbeit harrten. Bedenke wohl, wer arbeitet, der muss zu essen haben. Auch dafür lohnt sich's, neue Bauten zu befehlen. Okay. 2 weitere Bergwerke soll ich also machen. Das Reinzoomen ist ja echt krass, ne? Ist nur die Frage, ob ich auch noch 2 weitere bauen kann. Einen. Ja, und noch einen. Das sind dann 2. So, jetzt sollte ich die Leertaste drücken, um das Spiel zu beschleunigen, ja. Was ist das? Bauwaren fehlen. Holz und Stein, oder wie sehe ich das? Gut. Ja, ich muss mich an das WASD erst noch gewöhnen, ne? Ja, aber wir müssen wohl einfach warten, bis vorangeht, ne? Einfach hier. Ja, wir machen das mit der Leertaste, denke ich mal. Dann können wir nichts verpassen. 21:42. So, dann ist gleich schon geschafft. Gut. Ja, tolle Spielhinweise. Okay. Ach so, wir haben jetzt hier Rohstoffe, aber das Ding muss noch gebaut werden. So von gehe ich von aus. Jetzt gebaut, das ist jetzt hier die Frage, ne? Also einen haben wir, 2 sind im Bau, alles klar. Aber ich sehe jetzt nirgendwo hier dran, wie weit die sind, oder? Das sehe ich nur hier an dem Fortschrittsbalken. Ach, das Spiel ist gerade in Pause, alles klar, oder? Ich will das aber nicht in Pause haben, das soll schon laufen. Gut, dann machen wir das mal, indem wir die Leertaste drücken mit 10-facher Geschwindigkeit, das ist ja auch okay. Jetzt fehlen Arbeiter. Okay, Arbeiter da, sind nachgewachsen. So, fertig. Da ist ein Bergwerk hingekommen und da ist auch irgendwas hingekommen. Ja, jetzt haben wir 3, ne? Die Frage, was wir noch tun sollen. Aha.
Die Freude über Leons Erfolge sind nur von kurzer Dauer. Ein kaiserlicher Kurier überbringt die schreckliche Botschaft. Mörder, gedrungen von einem Unbekannten, überraschten den Kaiser in seinen Gemächern. Die Leibgardisten fochten tapfer, doch das Gift auf den Waffen der Attentäter war zu stark. Der Kaiser ist gefallen und mit ihm Leons Vater. Sowas. Auf Leons Schultern liegt nun große Verantwortung. Als neues Oberhaupt des Adelshauses Vassellios ist es selbstverständlich, dass er zum Begräbnis nach Konstantinopel reist. Seine Familie hat dem Kaiserhaus seit Generationen nahegestanden. Doch nach der Zeremonie soll die eigensinnige Eudokia den Thron besteigen. Und niemand weiß, was sich daraus entwickeln wird. Tja. Leon Vassellios, mein tief empfundenes Beileid zum Verlust eures Vaters. Er hat meinem Gemahl immer treu gedient. Darum soll eure Familie auch unter meiner Herrschaft nicht vergessen sein. Leider dürft ihr euch keine lange Zeit der Trauer erlauben. Eure Anwesenheit bei meiner Krönung ist politisch von großer Bedeutung. Habt Dank für eure Unterstützung in diesen Tagen des Umbruchs. Eudokia. Okay, jetzt brauchen wir Gastgeschenke. Ja. Dann gucken wir da mal rein und wir brauchen 120 Früchte. Leertaste drücken, um die Zeit zu beschleunigen. Ja. Wo sind die Früchte? Anzahl Betriebe, Ziegeleien, Getreidehof. Ah, hier ist der Fruchthof. Und wo kann ich sehen, wie viel wir haben? Das sind die Höfe. Früchte 4.0. Okay. Oder 4.0. Aber wo ist das Lager zu sehen? Das ist die Frage. Baumodus umschalten? Nee, brauche ich nicht. Bilanz? Ach, hier auf dem Handelsreiter wahrscheinlich, ne? Früchte, ich sehe keine Früchte. Aber wir hatten doch schon Fruchtbetriebe 2, ja. Wo sind die Fruchtbetriebe da? Produzieren 100%? Sind 100% ausgelastet. Ach, der Verbrauch, mhm. Früchte. Okay, das Lager hat sich von alleine gefüllt. Auch schön, ne? Ganz Konstantinopel scheint auf den Beinen, um den Kaiser auf seinem letzten Weg zu begleiten. An der Spitze des Trauerzuges schreitet Leon zwischen anderen Vertretern des Adels, angeführt von der Kaiserwitwe, die erhobenen Hauptes durch die Massen schreitet. Es ist nicht nur Eudokias Schönheit, die die gierigen Blicke der Adligen auf sich zieht. Bald muss sie einen neuen Gatten wählen, dem sie die Kaiserkrone überträgt. Je länger sie zögert, desto wahrscheinlicher wird ein Bürgerkrieg unter den machthungrigen Bewerbern. Umso härter trifft diese der Schwur, den Eudokia bei ihrer Thronbesteigung ablegt. Vor dem Patriarchen der orthodoxen Kirche gelobt die Kaiserin, sich niemals wieder zu vermählen. Das Wohl des Reiches soll fortan ihre höchste und vornehmste Aufgabe sein. Krass. Werter Leon, es war schön, euch persönlich kennenzulernen. Um eure letzte Frage zu beantworten, es fiel mir nicht leicht, diesen Schwur zu leisten. Doch nur so konnte ich den Thron sichern, ohne den Intriganten am Hofe Hoffnung auf eine Heirat mit mir zu machen. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie satt ich das alles habe. Hoffentlich kann ich auf der Reise, von der wir sprachen, etwas Abstand gewinnen. Vielleicht sogar in eurer Provinz. So, jetzt sollen wir da ein schönes Bettchen machen, sozusagen, ne? Mit viel Obst drumrum und so. Aha. Eine Straße ist es.
Fände deinen Speer, um die Stadt von Constanta zu finden. Sie liegt nur östlich. Ja, okay, Schwarzes Meer. Dann kannst du im Gasthof anwerben. Für das Anwerben neuer Einheiten werden wir bei Arbeitskraft benötigt. Okay. Gut. Ja, das ist auch immer nett, dass wenn man hier irgendwo hinklickt, geht immer der Bildschirm von Sophia aus. Gut, einen Speer müssten wir dann losschicken. Aber ich würde mal sagen, für diese Runde soll das erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.